Nach einer Woche Erholung in Göremme ohne Radfahren, aber mit zwei wunderschönen Wanderungen und der fantastischen Ballonfahrt geht es nun weiter. Von Göremme fahren wir mit dem Bus ans Schwarze Meer nach Samsun und von dort geht es mit dem Fahrrad weiter über Giresun, Trabzon und Riese nach Batumi in Georgien. Aber vorher müssen wir noch ganz schnell unser Zelt abbauen, da wir nach unserem Hotelaufenthalt auch noch ein paar Tage auf dem Campingplatz in Göremme gezeltet haben. Hier haben wir auch andere Radreisende getroffen, wie zum Beispiel Juli und Mark, die zuletzt, das heißt vor einem halben Jahr, noch in Stuttgart auf der Rohrer Höhe gewohnt hatten. Also gerade mal einen Kilometer von unserem Zuhause entfernt. Alles ordentlich verstauen und auf die Räder packen. Abschied nehmen und dann kann's losgehen. In Samsun sind wir mitten in der Nacht mit dem Bus angekommen. Am nächsten Tag schauen wir uns die Uferpromenade und die Bandirma an. Ein Museumsschiff zum Gedenken an die Ankunft von Atatürk mit seinen Soldaten in Samsun im Befreiungskampf der Türkei am 19. Mai 1919. Wir besuchen unsere Nachbarin in ihrer Heimatstadt, gehen gemeinsam mit ihr essen, übernachten bei ihr und besuchen das Grab ihres Mannes. Das Wetter an der Schwarzmeerküste könnte besser sein. Und das wird es auch in den folgenden Tagen. Auf der Schnellstraße kommen wir rasch voran. Nur in den Städten hat es gelegentlich einen Radweg. Wir machen Mittagspause in einem Restaurant mit guter Aussicht und gutem Essen. Heute wollen wir auf einem Campingplatz am Strand übernachten, wenn er denn offen hat und uns gefällt. Er hat offen und der Strand ist super schön. Also schnell ein paar Fotos machen und das Zelt aufbauen. Das klappt immer besser, da sitzt jeder Handgriff. Bis hierher waren es 4340 Kilometer von zu Hause. Weiter geht es durch viele Tunnels. Die sind neben den Hunden das Unangenehmste auf unserer Reise. Wir vermeiden sie, wann immer es geht, aber leider geht das nicht immer. In Ordu lassen wir unsere Räder kurz stehen und fahren mit der Seilbahn zu einem Aussichtspunkt. Und wieder ein Tunnel. Diesmal darf ich vorne fahren. Also Licht an und durch. Glück gehabt und überlebt. Aber da kommt schon der nächste. Und so ging es immer wieder durch Tunnels. Heute Nacht schlafen wir im Luxushotel und das Abendessen gibt's in unseren Campingstühlen im kleinen Hafen. In Trabzon müssen wir hier erstmal die Straßenseite wechseln, bevor wir in der Altstadt dieses nette Restaurant finden, bei dem wir auch in die Küche schauen dürfen. Hier gibt es auch eine Hagia Sophia wie in Istanbul, nur kleiner. Wir bleiben in Trabzon 3 Nächte und machen 2 Ausflüge. Beim Ausflug zum Kloster Sumela werden wir eine Stunde zu spät abgeholt und der Fahrer versucht, diese Verspätung durch seine halsbrecherische Fahrweise aufzuholen. Aus dieser Perspektive kann man das Kloster leider gar nicht sehen.
Es ist der 19. Mai, ein Feiertag in der Türkei, und wir sind nicht die einzigen Besucher hier. Hier sieht's aus wie im Schwarzwald. Wir fahren weiter zur Karaka Cave, einer sehr schönen Tropfsteinhöhle. Und dann geht's noch zur Torulkam Terrasse, einer Aussichtsplattform mit Glasboden. Die Aussicht ist grandios, aber nicht jeder will den Glasboden betreten, der sich in einer Höhe von 240 Metern über dem Grund befindet. Bei wirklich sehr trübem Wetter geht's am nächsten Tag mit dem Minibus vorbei an Teeplantagen in Richtung Uzungöl, einem wunderschönen See in den Bergen im Hinterland von Trabzon. Der Nebel wurde immer dichter und dann fing's auch noch an zu regnen. Also nix wie rein zu Kaffee und Kuchen. Auf dem Rückweg machen wir noch zwei Stopps, einen an dieser Brücke und einen an der Steilküste kurz vor Trabzon. In Off wollen wir einen neuen Rückspiegel kaufen, wir bekommen Chai und Simit und auch noch den neuen Spiegel montiert, bezahlen dürfen wir aber nicht. Von Rize, der Stadt des Tees, fahren wir weiter und wollen bei Muratin Mekani, einem Warm Showers House, übernachten. Als wir an der angegebenen Adresse ankamen, waren wir auf einer Dacia, direkt am Strand, aber leider auch direkt an der Autobahn. Man könnte sagen, schön und verkehrsgünstig gelegen, aber eben ein bisschen laut. Murat war noch nicht da, aber wir haben schon mal das Bier kaltgestellt in seinem Outdoor-Kühlschrank. Als Murat kam, war uns schnell klar, dass dies ein besonders netter Abend werden wird. Wir haben zusammen gekocht und die Drohne steigen lassen. Wir schlafen alle zusammen auf der Eckbank in seiner Einraum-Dacia. Mit Google Translator, mit Händen und Füßen und Englisch verbringen wir einen unvergesslichen Abend. Murat filmt ständig mit seinem Handy. Er hat fast jeden Abend Übernachtungsgäste, die er filmt, und diese Videos stellt er dann auf YouTube. Davon gibt es schon hunderte von ihm. Zu später Stunde kommt noch ein Freund von ihm vorbei mit einer Flasche Wodka und Obst. Heute wollen wir bis nach Batumi in Georgien fahren, allerdings gibt es da noch ein kleines Problem. Und das sind die 8 Tunnels, welche die nach Osten führende Fahrbahn hat. Diese Tunnels sind bis zu einem Kilometer lang. Wir entscheiden uns daher für die nach Westen führende Fahrbahn, die hat keine Tunnels. Das erscheint uns weniger gefährlich. Wir sind nicht die einzigen mit diesem Gedanken. Plötzlich taucht dieser deutsche Radfahrer im Rückspiegel auf und überholt uns. Die Einreise nach Georgien war problemlos. Hallo, seit 6 Wochen sind wir jetzt in der Türkei. Jetzt kommt Land Nummer 9, wir sind schon drin, es ist Georgien. Wir erreichen Batumi am Nachmittag und treffen am Stadtrand den Radler aus Frankfurt wieder, der uns als Geisterfahrer auf der Autobahn in der Türkei überholt hat. Without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you.